Magnetzone. Magnetzone. Guck mal, es hat für mich sogar getanzt. Richtig schön. Ich meine, die Geräuschkulisse hier ist nicht unbedingt so unglaublich phänomenal, aber ich musste mich schon mal passend positionieren für heute. Um diese Katze, Kiste zu nicht. zerstören. Nein, nein. Guck mal, die Katze möchte auch direkt mitspielen bei Gracie. Ich bin heute mit neuem Router ausgerüstet. Ja, guck mal, ich habe Jan. Ich Gracie bin hier hat, ja, ausgerüstet. Gracie hat ihre Katze, die sie sabotiert, und Kai hat den neuen Router. Sie haut wieder ab. Das ist vielleicht auch besser so. Also Grace's Equipment legt sich von alleine an und legt sich wieder von alleine wieder ab. Ist Haustier dein Jan? Was? Was? Ist Jan dein Haustier? Ah, so rum ergibt das mehr Sinn. Auch jetzt kann euer Haustier ein Jan sein. Auf jeden Fall. Stell dir vor, du hast da so eine Katze mit meinem Gesicht oder Nein, so. darüber möchte ich jetzt nicht nachdenken. Lass Oder mich so ein über Po Nein, Meerschweinchen mit lass mich meinem über Gesicht. Vogelpark reden. Hör auf. Selbst Oder Golbert haut schon ab. so ein Goldbach mit meinem Gesicht. Nein! Das will ich alles nicht. Warum nicht? Was hast du gegen mein Vielleicht schon, Gesicht? weil ich dein Gesicht alleine habe. Brauche ich dich doch auf 30 anderen Sachen. Stellt euch vor, eure Aber du Maus hätte mein Photoshopst ja Gesicht. nicht auf Nein, 30 Tetris-Männer. Jan, erzähl uns lieber, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben mit Garados gesprochen. Der wollte uns töten. Dann sind wir zu Empoleon gegangen. Der wollte uns schlagen. Unterwegs haben wir noch mit Frostetje uns geprügelt. Dann wurden wir fast von einem Mammutel gefressen. Dann sind wir noch den Berg runtergerutscht auf einem Carpador. Anschließend sind wir hier in die Höhle gefallen, haben Fußball gespielt mit Bolterus Kopf und haben noch ein bisschen Verstecken gespielt mit Steinen. Und unterwegs haben wir dann noch eine Lore aufgebaut. Ich glaube, Pikachu gefällt deine Story nicht. Es ist eingeschlafen. Also unterm Strich, ja, haben die Strandzone abgeschlossen, haben die ganze Eiszone erkundet, die war super geil und waren jetzt in der Höhlenzone. Drama Park, oui. Ich hoffe, ihr habt meinen Streamtitel heute appreciated. Der ist nämlich richtig gut. Bin ich sehr stolz drauf. Steine gefunden. Ja. Ansonsten war ich offscreen noch beim Treffpunkt, beziehungsweise ich habe vorher ein paar Beeren gefarmt und dann noch so ein bisschen unsere Fähigkeiten verbessert. Das heißt, Sprint ist an sich maximiert, abseits von dieser Spezialtechnik, die später noch kommt. Energie habe ich nochmal gelevelt, Eisenschweif auch und den Donnerblitz benutze ich eh fast nie. Und auf mehr Farming hatte ich keine Lust, aber ich habe so ein bisschen was zumindest gemacht. Yay. Ja, man kann die Stats sehen unter Statuswerte. Ich hatte es auch vergessen, ehrlich gesagt, dann fiel es mir wieder ein und dachte ich mir so, ach ja, ich kann das hier nachgucken. Kann auch die Freunde angucken. Das auch. 90 Freunde, willkommen bei Facebook. Nee, da hat man 200. Also das Bild von Luturzel ist schon ziemlich edgy, oder? Yo. Der ist richtig kantig. Loturzett. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich irgendwo so ein geiles Zwinkert-Horn, Leo? Ich glaube, es kann einfach nicht sehen, weil ihm seine Brille runtergefallen ist. Ich liebe Carpador ist Carpador. einfach nur so ein Pock-Gesicht. Phlegmon ist auch Toaido. Kalimani ist ein Hi. Schralbini hat zu Was viel ist mit gefressen. Geh Barmelin nochmal mal kurz zu los? Schralbini zurück. Ist einfach so zu viel gefressen. Einfach so. Was ist mit Barmelin los? Weiß nicht. Krabby is not like this. Ja! Okay, Krebskorb ist not amused. Was mit Philippa? Gyarados ist Pock. Und Frostetje schläft ein. Ja. Ich möchte eine Seemobs is Petition happy. aufmachen. Warum gibt es in diesem Spiel Keifel und Mammutel, aber keine Fellhäufchen-Quiekel? Es gibt Seemobs, das reicht. Quiekel So. ist cuter als Seemobs. Wir wollen in die Magmazone. Die dürfte dann noch mal ein bisschen anders sein als die Höhlenzone und erst recht ein bisschen anders als alles, was wir davor hatten. Und Sir Kai, Dankeschön für 13 Monate Treue. Also ich meine, Eiszone mag ich ja bekanntlich am liebsten und Strandzone ist auch sehr weit vorne. Grün und Höhle sind okay. Oh, das sieht cool Foi, aus. Dance, dance, dance. Das sieht sehr cool Ich meine, aus. wie Also gesagt, so richtig. Magma-Höhlen sind jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingsort, aber es ist sehr cool gemacht.
Ich habe generell das Gefühl, viele mögen Lavagebiete nicht so, aber ich finde die geil. Ich finde die immer geil. Auch sehr ansprechend gestaltet, das stimmt. Jemanden wie dich sieht man nicht oft in der Magmazone, dem Reich von Lurok. Hier sind die Kraftprotze unter sich. Hä? Wo ist eine Maschine hinter mir sich handelt? Das ist ein Bohrer. Du musst gegen den Hebel neben ihm sprinten, um ihn in Betrieb zu nehmen. Durch Überhitzung infolge übermäßiger Nutzung kann er jedoch nicht eingesetzt werden. Schaut dich noch ein wenig um und lass ihn abkühlen. Der Schmelzofen bei Kamerupt lohnt einen Abstecher. Okay. Ich muss nur legitim sagen, ich kann mich bei der Magmazone an fast gar nichts mehr erinnern. Und vor allem nicht an die Minispiele. Ja, bitte? Ich schon. Ich könnte jetzt einen absoluten Hate-Kommentar für Animationen ab 6. Gen in Pokémon bringen. Denn Capoeiras Animation in 6. Gen aufwärts ist die, die er hier hat. Wo er einfach auf zwei Beinen steht und ständig hin und her dancet. Aus Pokepark geklaut. Ja! Voll die faulen Entwickler! Sie klauen einfach aus Pokepark die Entwickler, die Animationen. Sie klauen die Entwicklung von Pokepark. Ich immer noch finde, dass Capoeira, wenn es nicht auf dem Kopf steht, einfach falsch aussieht. Ja. Was zur... Immer nah dran. Eiskunstläufer Capoeira. Also von da bin ich gekommen. Was ist das da? Oh, es ist Stolunior. Ne? Mobile hatten wir ja prinzipiell schon mal. Mobile kommt irgendwie in jeder Zone. Ja, das ist echt so. Also wie gesagt, die Minispiele hier kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mhm. Und dann die Magmazone an sich auch nicht so sehr. Mal gucken. Du wolltest doch Lurok in der Magmazone treffen, oder? Ach, der Bohrer ist aus Betrieb, weil er überhitzt ist? Dann sieh dich auch erstmal ein bisschen in der Magmazone um. Hatten wir Flemly schon? Ja, Flemly hatten wir. Okay, Flemly, Mobile und Stolunia hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Dann Vulpix. Diese Maschine ist interessant. Hast du sie schon bedient? Hör mal, lass uns Fang spielen. Okay. Juhu, das geht's. Juhu, lass uns spielen. Lass los. Also ich persönlich finde tatsächlich Alola Vulpix schöner. Ja. Ja, same. Aber das ist auch cute. Aber ich würde sagen, dass ich das normale Vulnona schöner finde als Alola. Ja. Alola? Alola Vulnona. Ja, ich muss mir überlegen. Alola? Gala? Du bist aber schnell. Da würde selbst Vulnona halt aussehen. Lass uns Freunde sein. Also ich finde halt Alola Vulpix extrem gelungen. Wir sind beide schön, ne? Aber ich finde Alola Vulnona sieht auf den Artworks hübsch aus, aber in-game irgendwie nicht so. Deswegen, da finde ich das normale schöner. Flupp. Ist er wieder alles kaputt machen. Sie sehen nichts. Panflam hatten wir auch schon, ne? Mhm. Ja, Bitte? Ja, die angezündeten Fürze. Nein, ich meinte Gracie. Magby. Ah. Das von Kai wollte ich gar nicht hören. Lurok ist ein Held! Ich meine Freunde und ich eigentlich an Felsen zu zerschlagen, rotet der Schmetteldaum in einem Ferrit, als ob es ein Kinderspiel wäre. Wir sehen in seiner Stuhl. Ey, lass uns Fang spielen. Gut, dann zieh mal zu, dass du mit deinem Schritt halten kannst. Das ist schon irgendwie echt süß. Das klingt gerade für einen Moment nach dem Motto so, der Kampf fällt auf uns zu und der zertrümmerte uns, nicht den Felsen. Ich habe auf jeden Fall das Magpie zertrümmert. Ja. Was? Wo kommt dein Stein her? Dieses vermaledeite der alte Fang. Ich hab verloren. Lass uns bald wieder spielen, lass uns heute sein. Und im Hintergrund nur Panflam, Panflam! Diese heroische Musik im Hintergrund. So, ich glaube, da würde ich mir wahrscheinlich meine kleinen Öhrchen verbrennen. Da passt du locker zwischendurch. Ja, wenn da nicht diese unsichtbare Wand wäre. Wow. Das ist die Hitzewand einfach. Aber die viele Pokémon, die ich hier sehe, hatten wir tatsächlich schon. Mhm. Ja, es wird generell, weil hier auch noch die Schienen sind, wie so eine Erweiterung einfach der Höhlenzone. Oh! Habt ihr das gesehen? Ja. Süß. Dann gehe ich erstmal in Running die in the Volcanoes. Hier entlang zum Schmelzofen mit dem Bohrer zutage gefördertes Erz und Goldklumpen bitte abgeben. Maschinenwart Kamerupt. Ich ahne Übles. Weil da ist der Schmelzofen und da hinten ist der Bohrer. Erstmal zack. Ist bestimmt gar nicht warm dort. Well. Du müsstest dauerhaft ganz oben an der Decke sein.
Weil es zu heiß. Ja. Ansonsten sehe ich hier aber gerade auch nur... Ja, hier sind nicht viele Pokémon drin. Nee, aber es kommt ja vielleicht noch. Oh. Ja, Volmona. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Popanze, ich bin ein geheimer Bote aus der Steinzone. Oh, du willst kämpfen? Nun, worauf warten wir noch? Kannst du ihn in die Lava schubsen? Warum willst du mal jeden irgendwo reinschubsen? Ich hab Spaß daran, Leute zu töten. Ich glaube, so weit kommt er nicht. Was willst du von mir? Okay. Das war was spektakulär. Was macht das Kackbi da eigentlich, dass es die ganze Zeit Das singt? Kackbi? Das Magbi. Ich habe verloren. Du bist wirklich stark. Sei bitte mein Freund. Oh, bald dürfte auch Lippomentas hier vorbeischauen. Gut, lass uns bald wieder kämpfen. Lippomentas ist auch so ein seltsames Pokémon irgendwie. Es ist echt nicht schlecht, aber es ist schon... Ich will Lippomentas mal irgendwann ins Team nehmen. Ich finde es eigentlich echt interessant. Und jetzt Frage an den Chat. Wisst ihr noch, wie unser Lippomentas hieß in... Was war das? Kolosseum oder XD? XD. Im Pokémon Eisaber. XD. Natürlich. Nach einem der besten My Hero Academia Charakteren benannt. Passt ja zu ihm, er hat viele Eyes. Der Eraserhead. Er ist ja auch nur ein Kopf. Mit ein bisschen Stuff dran. Wer den Eisaber nicht wert, ist es Lippomentas nicht wert. Der Charakter ist voll toll, okay, lasst mich. Lippomentas! Ich muss schleunigst herausfinden, ob Logok auf das Himmelsprisma aus ist oder nicht und es allen in der Steinzone mitteilen. Möchtest du kämpfen? Los, lass uns anfangen. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich bei älteren Projekten teilweise die Spitznamen gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Ja, generell, aber XD und Kolosseum kommen mir gar nicht so lange hervor, obwohl das nämlich 3 Jahre jetzt sind. Das ist schon eine ganze Weile her, aber es war so witzig. Dein Gesicht schmilzt. Du bist gut. Dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen. Du bist eben ein Freund von Popanze. Lass uns bald wieder kämpfen. Können die bitte einfach mal ein Remake für die Switch ankündigen? Dafür dann kann ich es nochmal spielen. Ja, das würde ich so nehmen. Ja. Wenn du ein Abenteuer in der Markwurzel suchst, dann stelle dich einem Kampf mit mir. Weshalb nun, das gehört sich hin und einmal, so nur die Starken kommen voran. Dies ist der Leitsatz von Logok. Bist du bereit? Lass uns endlich anfangen zu kämpfen. Du bist da! Das Duellberg kam ruppt, so von der Stimme her. Es tut mir mal leid, dass ich während den Synchros so lachen muss. Alles gut. Oh Mann, Kamera hat eigentlich so wenig KP. Warum habe ich so viel Angriff? Was war das denn? Oh geil, er hat mich mit seinem Schwanz geschlagen. Du bist ziemlich gut, naja, wie ein gelber Blitz. Eben wer das ist, willst du wissen? Ja, dann tu natürlich, man nennt dich allenthalben nur gelber Blitz. Selbst Logok ist auf dich und deine Leistung aufmerksam geworden. Hast du Fragen zu der Maschine hinter mir? Das ist der Schmelzhof. Ich erkläre dir, wie er funktioniert. Gib Eisenerz oder Goldklumpen in den hinein und gieße das flüssige Metall in unterschiedliche Form. Mit einer Eisenstange kannst du zum Beispiel defekte Hebel ersetzen. Wer, woher ich das Eisenerz und Goldklumpen bekomme, der Bohrer von meiner Capoeira feiert sich zum Tage. Ich wollte gerade sagen, dein Gesicht ist ganz schön rot angelaufen währenddessen. Magby? Okay. Schön. Mit der Textbox noch einen Weitergang hätte ich zwischendurch atmen müssen. Aber so ging es zum Glück noch. Ja. Der Bohrer hat sich zwar wieder abgekühlt, aber wenn du ihn benutzen möchtest, musst du erst an mir vorbei. Lass uns kämpfen! Weshalb? Frag nicht so dumm, wir sind hier in der Magma-Zone. Hier gilt ein Kampf als Begrüßung. Gut, dass es im wirklichen Leben nicht so ist. Zeig mir, was du kannst. Weißt du, was ich gerade sehe? Stell dir vor, Capoeira die hat... Die werden ein Winterreifen. Das vielleicht nicht. Huch! Capoeira hat als Kleidung so ein... Wie heißt das der deutsche Begriff für Leotard? Nein! Diese Gymnastikanzüge an.
aber der ist vorne halt einfach bis zu seinem Bauchnabel hin offen. Das Schlimme ist... Guck dir das mal an. Das Gefühl passt bis zu seinem Schritt vorne offen. Das Schlimme ist, als er vorhin vor mir stand, dachte ich mir auch so, der hat schon einen ziemlichen Ausschnitt, aber ich wollte es nicht sagen. Haben weibliche Capoeira dann einen kleineren Ausschnitt? Da unten fangen dann die Schamhaare an. Kai! Ja? Warum? Weil das zu tief geht. Warum? Das ist eher seine Bauchbehaarung. Es gibt Dinge, die muss man nicht aussprechen. Tim, danke für 18 Monate Treue. Kai! Svenja! Kai! Svenja! Kai! Svenja! Tracy! Du bist nicht schlecht. Du kannst den Bohrer ruhig benutzen. Weißt du, wie man ihn bedient? Sprinte einfach gegen den Hebel neben ihm. Dann beginnt der Bohrer sich zu drehen und allerlei Dinge zutage zu fördern. Irgendwie sieht das total nudelig aus. Nudelt schon. Ist die Nudel hier irgendwo? Ich sehe es gerade nicht. Flupp. Hauptsache mein Magen knurrt random, alles klar. Jetzt musst du leider noch ein bisschen aushalten. Joa. Das Ding sieht aus wie so ein Beyblade. Eisenerz. Ist das nicht irgendwie ein bisschen gefährlich, wenn da so Felsbrocken rauskommen? Wenn die Erde von am Kopf verbischt, liegst du flach. Vor allem, es wäre ja auch zu einfach da durchzugehen, ne? Können wir das Eisenerz auch alternativ an Stolunior verfüttern? Nein. Ich finde, stell euch das mal vor, so ein kleines Stolunior als Haustier, dann bringt ihr dem irgendwelche Kieselsteinchen mit, was das aufessen kann. Kurt, laber mich jetzt nicht an. Frederick wäre der beste Stolunior-Halter dann. Gebt dem armen Kurtel eine Stimme. Gracie ist doch dran, oder? Ja. Ja. Echt? Das letzte war Kamerupt. Ah. Okay. Na, Reisender. Schön, dass du es in die Magmazone geschafft hast. Zugegeben, es ist anstrengend, die Eisenerze und Goldklumpen zum Schmelzofen zu tragen. Aber dieser Weg bleibt keinem erspart. Mache bitte nicht schlapp. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir dir helfen können. Wir stören dich ein wenig, um dich so abzuhärten. Nur wir sind schon ein recht launischer Haufen. Mal hängen wir einfach nur so herum, mal gehen wir dem Durchreisenden so richtig auf den Wecker. Gib weiterhin dein Bestes, Reisender. Ich habe eine Frage. Wie viel Milliliter Beruhigungsmittel hat dieses Kuddel vor diesem Gespräch konsumiert? Was ist das da unten? Da sind ganz viele Kuddel. Die dich alle stören wollen. Yo! Wir helfen dir ein bisschen. Hat er gesagt, sie gehen dir auf den Wecker. Und du so, ich gehe ganz am Rand entlang, wo mich keiner sieht. Ja. Ja, logisch. Also das ist vielleicht so ein bisschen anstrengend in Pokepark, dass du öfter mal Dinge tragen musst. Ja. Hier ist es vor allem echt weit. Kuddel ist so ein Pokémon, was ich prinzipiell ganz cool finde, aber ich habe es noch nie mitgenommen. Kuddel voll oft dabei gehabt, weil Kamaub einfach nichts taugt. Gut, die besten Stats glaube ich Kuddel auch nicht, aber... Aber Kuddel ist nicht One-Hit von allem wie Kamaub. Ja, Kuddel ist defensiv. Und es lernt sehr früh Flammenwurf. Das ist quasi so ein Lapras. Mhm. Und hast du den Schmelzofen ausprobiert? Du kannst nämlich an der Kreiselkalerei mit Rioino teilnehmen, wenn du eine Eisenscheibe besitzt. Und das weißt du alles schon, dann verrate ich dir immer ein paar Kniffe für das Spiel, die ich von anderen aufgestaut habe. Dein Erfolg im Spiel steht und fällt mit dem Einsatz der Spezialoffensive, wenn du sie dann... Wenn du im Spielfeld bitte befindest, um möglichst viele Gegner über den Rand hinaus zu befördern. So, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Na, wie wär's? Lust auf einen Kampf? Kann ich noch gegen ihn kämpfen? Nö, du kannst einfach das Zeug in den Ofen werfen, oder nicht? Nehmen wir erstmal rund. Aber warum nicht länglich? Ich weiß nicht. Kommst du nicht weiter mit dem runden Ding? Aber ich wollte beides haben. Nicht, dass das eine verschwindet, wenn du das andere jetzt erst zuerst machst. Okay. Hi.
Wolltest du mir Geowatz etwa vorenthalten? Ja. Aber brauche ich das Ding nicht für die Dings hier? Für das Spiel, aber du kommst ja noch nicht vorbei ohne den Stab, um den Dings zu reparieren. Ach so. Egal. Haben wir das schon mal. Ach guck mal, Geowatz steht direkt hier vorne. Geowatz. Geowatz! Hey, ich liebe schöne runde Dinge und sammle sie daher nach Kräften. Ich kann jetzt mehren zum Tausch gegen Dinge aus Gold oder Eisen geben. Bist du daran interessiert? Komm schon, lieber Freund, bitte tu mir den Gefallen. Freund? Okay. Okay. Soll ich mir jetzt direkt einfach so einen Klumpen holen, damit du nicht den ganzen Weg zurücklaufen musst? Inwiefern? Wenn er meinte, er tauscht Bären gegen Sachen aus Gold oder Eisen. Umgekehrt. Oh. Er tauscht Gold und Eisen gegen Bären. Sad life. Dann müssen wir leider nochmal bohren. Das ist krass, dass man hier wirklich so ein bisschen hin und her laufen muss. Ja, ich glaube nur am Anfang. Das okay. Musstest du ja in der Strandzone zum Beispiel auch für die Bretter. Ja gut, stimmt. Nur es ist hier noch ein bisschen weiter der Weg. Können wir nicht mit der Lore fahren und runterdüsen? Ich glaube, dann lässt Pikachu das Zeug einfach fallen. Betrug. Schon. Was macht dieses eine Kuddel da? Das ist der Außenseiter. Oh no. Diese Lava ist verdammt hell. Ja, das stimmt. Der eine ist ja richtig aggro drauf. Yo! Das ist mir nie passiert! Sag mal, richtig aggro. What? Okay, wo ist das, mein Stück? Das wäre es jetzt gewesen, wenn er weg gewesen wäre. Das war nicht so nett. Das hab ich noch nie gesehen. Was zur Hölle? Wie meinten wir, wollen die stören? Das hat auch keine Ruhe gegeben. Das ja, die meinten nicht. Das schon, aber gesehen habe ich es noch nie. Das war bestimmt dieses eine einzelne Kurtel. Der Outsider hasst uns. Ja. Das war bestimmt so ein Hater. Oh Gott, ey. Das wäre aber dann. Also, ich glaube, Palkia gibt es im Spiel noch nicht. Wobei, es ist vierte Gen. Ja, gut, das passt. Aber der war ja nicht mein Hater, der war nur dein Hater. Ach, Jan hat da irgendwann ab und zu auch mal beleidigt. Oh, mich stört's nicht. Wave. Ich will ja von den Leuten beleidigt werden. Ich nicht, aber es passiert mir trotzdem manchmal. Ich krieg irgendwie immer die Weirdos ab, die plötzlich meinen, sie müssten mich aus irgendwelchen Gründen beleidigen, weil ich eine Frau bin. Oder weil ich komische Sachen sage oder weil meine Stream-Ankündigungen spoilern. Ich habe keinen Plan. Weil sie gerade Kartoffeln essen wollen. Ja, also. Ich will diese Leute gar nicht, aber ich krieg sie trotzdem immer ab. Oder die dich irgendwie per Twitter anschreiben und meinen, ob du mal ein Foto von deinen Füßen schicken kannst. Alles schon passiert. Ja. Warum schreiben die nicht Jan an und wollen von ihm ein Foto von seinen Füßen haben? Ich weiß nicht, vielleicht sind meine Füße nicht so geil. Egal. Wer ist eigentlich dran? Du. Ach man. Gut, Rehornia hätte von mir die gleiche Stimme wie Geowatz bekommen. Oh, wie ich sehe, hast du deine Eisenscheibe bei dir. Kommst du etwa wegen des Spiels? Nur meiner Kreiselkeilerei geht es ganz schön ruppig zu. Mach dich auf etwas gefasst. Eine Partie Kreiselkeiserei? Ja, das macht dann 20 Bären. Okay. Gut, hier entlang bitte. Lass uns anfangen. Jetzt aber mal ohne Mist, Kreiselkeilerei ist aber auch ein dummes Wort. Ja, oder? Also what the fuck? Ich meine, es ist ein cooles Wort, aber es ist echt schwer auszusprechen, so... Mittendrin. So, die Kreiselkeilerei mit Rihornio. Wirble über das Feld und dränge deine Gegner über den Rand für Punkte. Also Beyblade spielen. Oh, wie cool! Mindestleistung 5000 Punkte.
Bewege die Reefer, mit denen du nach Spielern gehen, wie abgebildet, um ohne zu fallen über das Spielfeld zu wirbeln. Na klar, es ist immer Motion Control. Also die besten Minispiele in diesem Spiel sind die ohne Motion Control wahrscheinlich, wie das von Volterus. Ramme deine Widersacher mit Schmackes aus dem Ring. Die Spezialitems helfen dir dabei, deine Gegner aus dem Ring zu fegen. Sammle Spezialitems ein und drücke 2 für eine Spezialoffensive. Wenn du Gegner nacheinander aus dem Ring fegst, bekommst du Extrapunkte. Fege einen Gegner nach dem anderen aus dem Ring und gib alles, um so viele Punkte wie möglich zu scheffeln. Favoriten: Flamara, Mangezone und Kurdel. Warum nicht Capoeira? Warum Mobai? Also Mangetito finde ich super. Oh. Ja. Ich nehme einfach Mangezone. Ja, das ist cool. Nein, Katze. Nee. Wenn dann Mangezone. Relaxo stelle ich mir auch super vor. Ja. Ich muss mich erstmal wieder vernünftig hinsetzen. Damit die Sensorbar hoffentlich meine Remote erkennt. Finde nur, ich mag die Zone eigentlich so cool. Es ist wirklich cool. Also eigentlich muss ich nichts erstmal machen, außer mich zu bewegen. Das sieht witzig aus. Das ist so lustig. Aber die Steuer... Die Steuerung ist super sensibel. Mhm. Heilige Scheiße. Riesen-Pokémon-Attacke. Das könnte so ein Pokathlon-Minispiel sein. Das ist echt schwierig mit der Wiimote, weil die Hälfte der Zeit, weiß ich nicht, landest du da, wo du gar nicht hin möchtest. Ja gut, wenn du abgeschossen wärst. Oder ein Mario Party Minispiel könnte das auch sein. Gut, das könnten alle Spiele in dem Spiel sein, aber. Yay! Visaflor raus! Yes! Okay. Aber das ist echt extrem sensibel. Du neigst die Remote nur so ganz bisschen und er rollt davon. Mhm. Das ist schon gar nicht so einfach, aber das ist schon witzig. Das sah echt cool aus. Das wäre mir vermutlich ohne Motion Control etwas lieber, aber gut. Haben wir das auch. Eigentlich ist das eine Sportsammlung. Man hat Skiabfahrt, man hat Rennsurfen, man hat Fußball. Sprint? Ja. Das war in der Tat nicht schlecht. Hier, als kleine Belohnung von mir. Wie klein der Splitter gegen Rihornio einfach aussieht. Ja. Ich finde so cool, wie das Bild hinten so wellig ist durch die Hitze. Ja, das stimmt. Logok sucht auch nach Prismensplittern. Richtig fertig gemacht hat er mich, doch ich werde es ihm heimzahlen. Erst will ich aber sehen, wie du dich gegen ihn schlägst. Rihornio ist auch richtig cool, aber ich habe es noch nie im Team gehabt. Same. Ich meine, da würdest du das gleiche Problem haben wie bei so ziemlich allen Gestein-Boden-Pokémon, dass du Riesenprobleme gegen Wasser- und Pflanzenattacken hast. Ja. Ich würde auch. Hat er nicht auch die Fähigkeit drin, dass der Schaden reduziert wird? Echt? Ich meine? Ich kenne Rihornio. Ach, da haben wir Glumanda mal. Ja, gehen wir erstmal hier weiter hoch. Glumanda! Endlich haben wir uns gefunden. Ich habe schon so viel von dir gehört. Als Visaflor den Polion besiegt haben, erzählt man sich. Wie sieht es mit Plinthorn und Indivia aus? Wo befinden sich eigentlich der Treffpunkt? Ach, schön, dass es allen gut geht. Um mein Haar wäre ich in die glühende Lava gefallen, doch Logok hat mich gerettet. Er ist mein Lebensretter, so stark und gleichzeitig so kühn. Die Pokémon in der Magmazone sind alle sehr heißblütig. Lass uns doch kämpfen, wenn du nur einmal hier bist. Als ob das jetzt für Glumanda so schlimm gewesen wäre, in die Magma zu fallen. Dann entwickelt es sich laut Snap zu Glutexo. Nein, zu Glurak, stimmt. In den Abgrund schmeißen können. Jan, nicht immer so brutal. Jan macht gleich eine Challenge in Pokepark, wenn die fertig sind. Oh ja. Gott. Wo er für jeden Gegner versucht, den Abgrund zu werden. Fabelhaft, du hast dich ungemein verbessert. Ich werde Logik bitten, mir eine Trainingseinheit zu verpassen, um auch stärker zu werden. Bis später. War ich nicht vorher schon mit Glumanda befreundet eigentlich? Wollte ich gerade sagen, das gehört doch nicht zu unserem Team. Zu einem Team? Wie heißt unser Team? Pokepurz, Pokepackt. Wie der Standardname in PMD immer. Echt Pokepackt? Ich meine ja, oder? Ja, Pokepackt ist Standardname in PMD.
Die Sache ist, zählt jetzt Lumanda für mich, weil es mein Charakter war, oder? Nee, du bist immer noch dran. Okay. Die haben wir vorher schon verteilt. Stopp, mein Lieber, halte ein. Der Weg wird dir verschlossen sein. Das klingt irgendwie wie so einer, der vor deiner Tür steht und dir von Gott erzählen will. Zeuge Jehova einfach. Der dich nun zum Logok bringt, wenn dir im Wettstreit gegen mich ein Sieg gelingt. Wer im Ratespiel der Bessere sei, erfahren wir nun. 1, 2, 3. Der Frage in erste stelle ich nun. Was soll ich denn auch sonst schon tun? Findet noch jemand, dass das Mädchen total unproportional aussieht mit seiner Windel und den Beinen? Schon. Wer ist ganz und gar nicht ohne als Spielleiter der Höhlenzone? Ist aber... Ist es auch Lu? Nee, es ist Bolterus dann. Höhlenzone ist Bolterus. Die Formulierung ist so seltsam, aber ja. In der Tat, mein Kamerad. Nun, mein Lieber, gib fein Acht. Ich hab dir Frage 2 mitgebracht. Bei wem ist völlig ohne Witz recht wirkungslos dein Donnerblitz? Vermutlich bei Kaumalat. Das hatten wir sogar im letzten Scream, das Thema. In der Tat, mein Kamerad. Nein, nicht die goldene Mitte. Es ist der Fragen dritte. Wer stellt sich als Gegner dir in der Magma-Zone, also hier? Flemli? In der Tat, mein Kamerad. Nicht nur den Körper mit viel Qual, auch den Geist hast du gemacht zu Stahl. Das wird freuen unseren Logok sehr. Den Weg versperre ich dir nun nicht mehr. Okay. Wer reitet danach 2 Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Ja. Vor allem, wer reitet da nachts bei Nacht und Wind? Ja, ach nee, wer... Doppelt gemoppelt hält besser. Wo geht's denn gleich weiter? Hier? Mhm. Eigentlich? Ist das hier der richtige Weg? Dann geht's zum Anfang zurück. Ah ja. Schotto Gatto! Ich höre das Pamflam schon wieder bis hierhin. Richtiges Dark Souls. Pamflam! Richtiges Dark Souls Level Design hier mit Shortcuts. Na. Hier geht's, glaube ich, weiter, oder? Es wird aber eh im Kreis herum. Aber das Nocturne. Ja, weil hier ist, glaube ich, soweit nichts mehr auf der Seite. Dann nehmen wir die andere Seite. Also Gracie Nocturne und Kai Flamara oder umgekehrt? Ich glaube, wir nehmen lieber umgekehrt. Nein, Nocturne! Na gut, dann nicht. Hiya! Ja, ja, nun, möchtest du stärker werden? Na ja, lass uns kämpfen! Nun, zeig mir mal, was du so kannst! So habe ich übrigens Gracie auch kennengelernt. Und hat sie mir ins Gesicht geschlagen. Scheiße, oh, das war schnell. Geh weg. Als Kind mochte ich Kikli immer lieber als Nocturne. Jetzt mag ich Kikli lieber als Nocturne. Aua. Was? Also ich bin voll Team Nocturne. Also ich bin wirklich Team Kikli. Du hast Kikli falsch ausgesprochen. Kikli! Danke. Ich wollte gerade ansetzen. Unfassbar! Was ist denn hier wohl los? Ja! Irgendwie stehen die da alle Schlange für mich. Das ist echt eine Wucht! Meine Textbox, Kai! Die stehen echt alle Schlange für mich.